Alles neu macht der Mai. Starten Sie mit viel Elan und dem Renault Alaskan. Oder mit dem Dacia Duster. Der passt in überhaupt kein Raster. Erler GmbH in Oesnitz, Erzgebirge und Eibenstock. Ehrlich und gut. Jetzt gerade wird in Bad Schlema ein großes Jubiläum gefeiert. Seit 100 Jahren gibt es im Schlematal Kurbetrieb. Das hier natürlich vorkommende Radon gilt als eines der wirksamsten natürlichen Heilmittel und stimuliert die körpereigenen Selbstheilungskräfte. Besonders bei Schmerzen und Entzündungen soll es helfen. Der Ort selbst ist dadurch bekannt geworden. Auch ErzTV ist zum Jubiläum unterwegs und in genau einer Woche präsentieren wir Ihnen im Magazin dazu die Höhepunkte. Ausschnitte daraus natürlich auch in den Nachrichten. Jetzt aber wollen wir zunächst mal zurückblicken, was uns in der vergangenen Woche beschäftigte. Neben der Glanzleistung des Schiedsrichters beim letzten Auswärtsspiel des FC Erzgebirge Aue gab es da noch mehr. Hier ist ErzTV-Woche. Willkommen dazu. Das bergmännische Glück auf ist der passende Gruß zum Start in die Nachrichtenwoche. Die Landesdirektion Sachsen hat der Stadt Ehrenfriedersdorf Fördermittel in Höhe von 287.380 Euro für die touristische Erschließung des ehemaligen Bergbaugeländes auf dem Sauberg bewilligt. Mit den freigegebenen Mitteln soll der Zugang zu drei Stationen des Bergbaulehrpfades Silberstraße verbessert werden. Insbesondere die Erreichbarkeit des markanten Förderturms des ehemaligen Schachtes 2 wird davon profitieren. So entstehen in unmittelbarer Nähe des Förderturmes 5 PKW und Stellplätze. Die Stadt Ehrenfriedersdorf plant für das Investitionsvorhaben Ausgaben in Höhe von etwa 339.000 Euro. Die Wismut GmbH beginnt in diesem Jahr in Lauter mit der Grubenbauverwahrung des Wismut-Altstandortes Erkundungsrevier Burkhardswald. Im ersten Bauabschnitt sollen zwei Stollen, zwei Tiefschürfen und weitere Schadstellen in Angriff genommen werden. Das nahezu gemeindeliegende Gebiet wird touristisch genutzt. In den Jahren 1950 bis 1952 wurde durch die SAG Wismut das Erkundungsrevier am Nordosthang des Burkhardswaldes durch den Tagesschacht 329 acht Stollen und vier Tiefschürfe bis in etwa 160 Meter Tiefe erschlossen. Bis Ende 1951 wurden 2,1 Tonnen Uran gewonnen. Bereits 1952 wurden die Arbeiten wieder eingestellt. Mit den freigegebenen Mitteln soll der Zugang zu drei Stationen des Bergbaulehrpfades Silberstraße verbessert werden. Insbesondere die Erreichbarkeit des markanten Förderturms des ehemaligen Schachtes 2 wird davon profitieren. So entstehen in unmittelbarer Nähe des Förderturmes 5 PKW Stellplätze. Die Stadt Ehrenfriedersdorf plant für das Investitionsvorhaben Ausgaben in Höhe von Die mittelalterlichen Bergwerke von Diepoldiswalde sorgen erneut für eine große Überraschung. Während der laufenden montanarchäologischen Arbeiten untertage wurde ein fast vollständig erhaltenes, ursprünglich dreibeiniges Hauerstühlchen aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entdeckt. Damit ist es europaweit, wenn nicht sogar weltweit, das einzige seiner Art, das nachweislich aus einem mittelalterlichen Bergwerk stammt. Das niedrige Stühlchen von nur 25 cm Höhe diente den Bergleuten untertage bei ihrer schweren Arbeit als Sitzgelegenheit. Entdeckt wurde es in 20 Meter Tiefe. Der seltene Fund aus Diepoldiswalde wird derzeit restauratorisch stabilisiert und bearbeitet, um ihn vor dem Verfall zu bewahren. Thank you.
Jahr gedenken die Mitglieder der Bergbrüderschaft Geier der beiden Bergleute Christian Gottlieb Schramm und Johann Gottlieb Zimmermann, die am 11. Mai 1803 beim großen Bingebruch ihr Leben ließen und im Berg verschüttet wurden. Dann erklingt die Glocke am Huthaus an der Binge und ruft zum stillen Gedenken und zur Knappenehrung auf. Anwesende Gäste sowie Abordnungen befreundeter Bergbrüderschaften aus Thum, Ehrenfriedersdorf und Zwönitz begrüßte der Vereinsvorsitzende der Bergbrüderschaft Geier, Andreas Pfeiffer, auf das Herzlichste. Was war geschehen an diesem verhängnisvollen Tag, den 11. Mai 1803? Einen Rückblick auf das Geschehen gab Christine Huss. Die Geiersche Binge ist eines der imposantesten Bergbaudenkmale des Erzgebirges. Ab Mitte des 12. Jahrhunderts kämpften sich erste Siedler aus den nördlichen Gegenden durch den dichten Mirkwidi-Wald. Mühevoll machten sie das Land urbar. Nach ersten Silberfunden breitete sich der Bergbau im Erzgebirge rasant aus. Erste Städte wurden gegründet, unter anderem auch die Stadt Geier am Geiersberg. Doch der jahrhundertelange, unsachgemäße Erzabbau führte letztendlich am 11. Mai 1803 zum großen Bingebruch. Was war geschehen? Es war Mittagszeit in Geier. Der diensthabende Steiger des Geiersberges, Johann David Bach, saß zu Hause beim Mittagsmahl. Gegen 13 Uhr erbebte plötzlich die Erde rund um den Geiersberg. Ein schrecklich lautes Getöse hub an. Um Gottes Willen, der Berg, war der erste Gedanke des Steigers, als er aufsprang. So schnell er konnte, eilte er auf den Berg. Am alten Hirtenstollen stieß er auf eine Gruppe ausfahrender Bergleute. Was ist geschehen? Fragte er sie. Doch die schreckensbleichen Bergmänner waren nicht in der Lage, Auskunft zu geben. Der Steiger überlegte eine Weile, man müsste noch einmal in den Berg zurückkehren, um nachzusehen, was geschehen war. Die beiden Hauer, Christian Gottlieb Schramm und Johann Gotthilf Zimmermann, erklärten sich bereit und zu dritt machten sie sich auf den Weg. Steiger Bach beobachtete aufmerksam die Zimmerung. Er zeigte den beiden Hauern die Bruchstellen. Wir können nicht weitergehen. Wir müssen umkehren. Es ist zu gefährlich, erklärte er. Aber die beiden wollten aus berufsbedingter Neugier nicht aufgeben und wagten sich in den Berg hinein. Als sie im Dunkel des Stollens verschwunden waren, gab es einen weiteren Bruch. Die beiden Hauer wurden verschüttet und im Berg begraben. Zum ehrenden Gedenken an diese beiden Bergleute legen wir ein Blumengebinde am Gedenkstein nieder. Glück auf! In Schönheide haben am Montagabend Einwohner des Ortes zu einer Veranstaltung zum Thema Pro Schönheide und für Aufklärung eingeladen. In der Einladung der Initiative Pro Schönheide heißt es, die Demokratie ist nicht nur eine Einbahnstraße und Demokratie wird von uns gefordert. Wir wollen uns dabei weder im Facebook duellieren noch permanent Briefchen schreiben. Wir sind erwachsen und stellen uns offen den Fragen und Antworten. Im Ort gibt es Diskussionsbedarf. Schönheides gewählter Bürgermeister Kai Wilhelm ist vom Dienst suspendiert. Als Amtsverweser wurde Eberhard Mädler eingesetzt. Außerdem beschäftigt die Leute die Entwicklung im Eisenwerk Schönheide. In Seematal-Kranzahl sorgte am Samstagnachmittag ein Rettungshubschrauber für Aufsehen. Ein Fünfjähriger wurde ins Krankenhaus geflogen.
Das Kind war aus dem zweiten Obergeschoss gestürzt, als ein Versuch, das Fenster zu schließen, missglückte. Der Junge fiel dabei aus etwa 7 Meter Höhe auf eine Wiese vor dem Haus. Dabei muss der 5-Jährige einen Schutzengel gehabt haben. Bei den Untersuchungen im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der Junge den Sturz unverletzt überstanden hatte. Starkregen und Überschwemmungen, extreme Stürme und Trockenperioden sind Wetterphänomene, gegen die sich Deutschland zunehmend wappnen muss. Ein renommiertes Forum dafür sind die Annaberger Klimatage, die in diesem Jahr am 16. und 17. Mai bereits zum 11. Mal ins Erzgebirge einladen. Internationale Koryphäen aus der Wissenschaft, Vertreter von Institutionen sowie Planer und Entscheider aus Politik und Wirtschaft, unter anderem der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt, treffen sich dabei im Erzgebirge zum Informations- und Erfahrungsaustausch. Diese Woche soll der Männertag, wir hatten am Freitag bereits berichtet, bei uns weiterklingen. Zu den schönsten Momenten zählte ein Ständchen, das von den Neudorfer Himmelfahrtsbrüdern vor der Landhalle Langenberg gesungen wurde. Das Steigerlied bei uns am Tag nach dem skandalumwitterten Spiel des FC Erzgebirge Aue in Darmstadt soll der geschundenen Veilchenseele etwas Trost spenden. Packen wir den Zweitligaerhalt eben in der Relegation gegen den Karlsruher SC. Mit 2 beachtlichen neuen Dauerausstellungen im Stickereimuseum Eibenstock beginnen unsere Nachrichten vom Dienstag. Die Einrichtung hat sich in den vergangenen 2 Jahren als Projektpartner beim EU-Projekt Traditionelle Handwerke in der Euregio Igrensis mit der Errichtung einer Ausstellung über erzgebirgische Volkskunst beteiligt. Damit wurden die Voraussetzungen für die beiden Schauen im Obergeschoss des Gebäudes geschaffen. Zum einen wurde für das Lebenswerk des Schnitzkünstlers Gottfried Kraus aus Johanngeorgenstadt ein großer Ausstellungsraum eingerichtet. Zum anderen fand das Großprojekt Mechanische Landschaften von Peter Uhlich aus Chemnitz-Dresden, hier Archivbilder aus dem Jahr 2015, seinen endgültigen Platz im Eibenstocker Museum. Gottfried Kraus und Peter Uhlich konnten die Eröffnung der Dauerausstellung nicht mehr miterleben. Beide sind verstorben. Matthias Schürer, Leiter des Stickereimuseums in Eibenstock, ist stolz. Die künstlerische Umsetzung der Werke ist etwas Besonderes. Sie sind geprägt von hoher Qualität. Eine Info für Autofahrer. An der Anschlussstelle Hohenstein-Ernsthal auf der A4 sind in dieser Woche die Aus- und die Einfahrt an der Richtungsfahrbahn nach Dresden wegen dringender Reparaturarbeiten vollgesperrt. Die Fahrbahndecke muss hier saniert werden.
Am kommenden Donnerstag kommen Vertreter vom Oberbergamt Freiberg und der Bergsicherung Sachsen zu einer Informationsveranstaltung über die Sanierungsarbeiten im St. Johannes Erbstollen nach Erlach-Krandorf. Das teilt die Stadtverwaltung Schwarzenberg mit. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Beginn ist 19 Uhr im Lindenhof Erlach-Krandorf. Auch im Jahr 2019 möchte der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz einen jungen Menschen seines Wahlkreises über das parlamentarische Patenschaftsprogramm in die USA entsenden. Schülerinnen und Schüler sowie junge Berufstätige können sich ab sofort für dieses Stipendium bewerben. Als Wahlkreisabgeordnetem obliegt es Wanderwitz, aus den durch die Jury der Austauschorganisation vorgeschlagenen Bewerbern seines Wahlkreises eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten auszuwählen. Die Online-Anmeldung sowie weitere Informationen zum Programm sind im Internet unter www.bundestag.de/ppp zu finden. Jährlich erhalten jeweils rund 300 Schülerinnen und Schüler aus beiden Ländern die Gelegenheit, für ein Jahr im anderen Land in Gastfamilien zu wohnen und die dortige Schule zu besuchen. Die Bewerbung für die aktuelle Runde ist bis zum 14. September möglich. Jahr für Jahr veranstaltet die Wohnungsbaugesellschaft Schneeberg eine ganze Reihe von Events. Seit über 15 Jahren gehört das Straßenfest dazu, das im Frühjahr gefeiert wird. Dessen Beliebtheit bei den Mietern resultiert unter anderem aus dem reichhaltigen Angebot an Balkonpflanzen, die der Vermieter alljährlich am Festtag ins Wohngebiet holt. Schon frühzeitig waren die ersten unterwegs, um sich ein Stück Frühling in ihre Wohnung zu holen. Auch der Transportservice für die Pflanzen fand insbesondere bei älteren Mietern regen Zuspruch. Das Unterhaltungsprogramm zum Straßenfest in Schneeberg war vielseitig. Am Nachmittag wurden langjährige Mieter der Wohnungsbaugesellschaft Schneeberg auf die Bühne gerufen und geehrt. Das Regionalmanagement Erzgebirge freut sich über eine Rückkehrerin. Ich hatte keine Lust mehr auf Berlin, erzählt Elisabeth Graupner. Nach 10 Jahren wurde es der 35-Jährigen in der großen bunten Hauptstadt zu eng. Jetzt ist sie im Büro des elterlichen Familienunternehmens Graupner Holzminiaturen in Grottendorf tätig. Inmitten tausender kleiner farbiger Holzteile, aus denen kunterbunte Themenwelten von Miniaturpyramiden über Spieldosen im Kleinstformat bis hin zu Geschenkideen für jede Gelegenheit entstehen. Nach dem Abitur studierte Elisabeth Graupner in Mittweida Medienwirtschaft, eine Fachrichtung, die ihr die Türen zur modernen Medienwelt öffnete. Den Abschluss in der Tasche zog es sie direkt nach Berlin. Jetzt sagt Erzgebirgsrückkehrerin Elisabeth Graupner, je mehr junge Leute sich einbringen, umso lebenswerter wird unser Erzgebirge. Der EHV Aue hat die ersten Neuverpflichtungen für die Saison 2018-19 bekannt gegeben. So kommt der 20-jährige, 1,96 Meter große Kreisläufer Kevin Lux vom Drittligisten HC Empor Rostock. EHV-Manager Rüdiger Jurke sagte zu dieser Personalie, es war wichtig für uns, einen Kreisläufer zu verpflichten, der in der Abwehr auch Mittelblock spielen kann. Und das kann Kevin. Des Weiteren verpflichteten die Erzgebirge den litauischen Nationaltorhüter Viljus Rasimas. Beide Spieler haben einen 2-Jahres-Vertrag, der sowohl für die zweite als auch für die dritte Liga gültig ist. Am Sonnabend hatte der Handball-Zweitligist aus Aue beim HC Elbflorenz in letzter Sekunde ein 23:23 Unentschieden erreicht.
Bei den Veilchenfans brodelt es gewaltig. Ein Schiedsrichter hat den FCE im letzten so wichtigen Spiel in drei entscheidenden Situationen für alle klar ersichtlich benachteiligt. Meinungen dazu. Also wenn man sich die freie Presse direkt ansieht, war es eindeutig ein Tor und Aue ist verschaukelt worden. Ja, das ist eine Sauerei, ist das. Ist so, wenn sie scheiße ballen, muss man gerade stehen, ne? Als Schiedsrichter, Mann, es darf nicht sein, sowas, Aue. Und wie sie erzählt haben, hieß es nur Aue, deutsche Mannschaft, ostdeutsche Mannschaft und das westdeutsche. Müsste schon länger gehen. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn das Spiel wiederholt werden würde. Weil wenn es so gelaufen ist, wie die Medien berichten, dann denke ich, ist es nicht ganz korrekt gewesen. Und im Interesse der Region, des Vereins, würde ich mich freuen. Fair wäre eine Wiederholung. Ungerecht war das wirklich. Also es war ja offensichtlich auf dem Bild zu erkennen, dass das dabei im Tor war. Da wollen wir abwarten, was rauskommt. Das ist ja richtig, was sie machen, das erstmal Klage erheben. Aber steht auch heute wieder ein Kommentar in der Zeitung, dass die sagen, Tatsachenentscheidung wird es wahrscheinlich daran nicht vorbeigehen. Aber vielleicht gibt es eine andere Punktwertung oder irgendwas. Man müsste den Schiedsrichter meines Erachtens rausnehmen und nicht mehr pfeifen lassen. Der FCE hat inzwischen Widerspruch gegen die Wertung des Zweitligaspiels beim SV Darmstadt 98 eingelegt. Mit wenig Aussicht auf Erfolg. Freitag beginnt die Relegation in Karlsruhe. Am Dienstag wird in Aue gespielt. Ein neuer, von der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen herausgegebener Reiseführer führt zu den lokulischen Besonderheiten ländlicher Regionen. Deichelmauke, Kriegeniften, Neinala oder schwarzes Eis. Hinter diesen Begriffen verstecken sich einige der köstlichen Geschmackserlebnisse einer Landpartie durch Sachsen. Die Journalistin Jana Schütze und der Fotograf Andreas Krone haben die schmackhaften Überraschungen aller 18 Dörfer der Anbietergemeinschaft Urlaub in Sachsens Dörfern im Buch Kulinarische Touren durch Sachsens Dörfer zusammengefasst. Der 184-seitige Reiseführer ist im Saxophon Verlag erschienen. Unsere Reise geht jetzt an die Kuttenzeche zwischen Niederpfannenstiel und Lößnitz zu erwandern. Dort standen zum Himmelfahrtsfest unter anderem Original Kuttengrunder Schiebböcke auf der Speisekarte. Und auch für die richtige Musik hatte die IG Historischer Erzbergbau Lößnitz zur Himmelfahrt gesorgt. Das Helene Fischer-Double, Kerstin Wieland und ihre Band bereicherten mit ihrem Auftritt die Party in der schönen Natur beim Kuttenhaus. Seit über 10 Jahren besteht ganzjährig die Möglichkeit zur geführten Besichtigung des Besucherbergwerks Reichenbachstollen. Angeboten werden 3 Bergtouren. Geöffnet ist donnerstags von 14 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 13 Uhr. Bis die Glocken im Turm des Schwarzenberger Ratskellers wieder läuten konnten, hat es deutlich länger gedauert als ursprünglich gedacht. Am 11. Mai wurden die Ratskellerglocken mit einem Anläuten feierlich übergeben. Mit dem 33. Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen in Schwarzenberg wurde dafür ein würdiger Rahmen gefunden. Mehr als 150 Nachtwächter und Türmer sowie deren Begleitpersonen aus 8 europäischen Ländern gaben sich im Erzgebirge ein Stelldich ein. Gastgeber waren der Schwarzenberger Türmer Gerd Schlesinger und die Stadt, vertreten durch Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer. Unter den Gästen waren der Bäcker Kleppermann, die aus den Niederlanden ins Erzgebirge angereist waren. Birkema, hörst du den Klepper singen?
Wir sind der Bäcker Kleppemann, ein Trittisch aus dem Strohlein. Runde Glocke von Tiene, dann kommen wir wie ein. Ein immer rüte Mosen, aber ein für ein. Wir singen ja präsent. Höhepunkt des Zunfttreffens waren zum einen die traditionelle Zunftsitzung und zum anderen die öffentlichkeitswirksamen Auftritte der Zunftmitglieder, zum Beispiel beim sogenannten Wirtschaften. Am Samstagabend zogen die Zunftbrüder in Schwarzenberg durch die Gassen von Wirtschaft zu Wirtschaft und brachten ihre Rufe und Lieder vor. Hört, was ich euch will sagen, unsere Glocken neunmal schlagen. Bewahret Feuer und auch Licht, dass niemand ein Schaden schicht. Menschen wachen kann nicht nützen, Gott muss wachen, Gott muss schützen. Herr, durch deine Liebe und Macht, schenk uns eine gute Das waren die Nachtwächter Christian und Heiner aus Gengenbach im Schwarzwald. Ihr Heimatort wird 2022 Gastgeber für das nächste europäische Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen sein. Wir sind jetzt hier bereits zum x-ten Mal im Erzgebirge. Es ist immer wieder schön, uns gefällt es hier, aber der Schwarzwald ist natürlich auch schön. Hier aber noch ein paar Eindrücke aus Schwarzenberg. Die Erzgebirgsnachrichten am Mittwoch. 2018 wird erstmals der große Regionalpreis des Erzgebirgskreises, der Erzgebirger, öffentlich ausgelobt. In einem Monat endet die Vorschlagszeit. Noch bis zum 15. Juni kann dazu jedermann in schriftlicher Form Vorschläge an das Büro des Landrates einreichen. Landratsamt Erzgebirgskreis, Büro des Landrates, Stichwort Erzgebirger, Paulus-Sinesius-Straße 24 in Annaberg-Buchholz. Der Erzgebirger wird in drei Kategorien und als Sonderpreis vergeben. Das sind Engagement für das Gemeinwohl, Engagement für eine lebenswerte Heimat, Engagement für Kultur, Sport und Tourismus und der Sonderpreis Jung und Engagiert im Erz. Der große Regionalpreis ist jeweils dotiert mit 2.000 Euro, der Sonderpreis mit 1.000 Euro. Der Preis soll fortan jährlich verliehen werden. In Schwarzenberg beginnen Ende Mai die Bauarbeiten im Rathaus. Wesentliche Ziele der Umbaumaßnahmen sind die Schaffung eines modernen Bürgerzentrums im Erdgeschoss mit optimalen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zentralisierung und Verbesserung der Bedingungen für das Verwaltungsarchiv, Finanzarchiv und Bauaktenarchiv sowie Verbesserung des Brandschutzes durch Schaffung eines zweiten Rettungsweges im ersten Obergeschoss.
Aufgrund des Baubeginns ist das Rathaus vom 4. bis 8. Juni geschlossen. Ab dem 11. Juni sind folgende Fachbereiche außerhalb des Rathauses zu finden: Standesamt und Einwohnermeldeamt im Gebäude der Stadtwerke Schwarzenberg auf der Straße der Einheit 42. Das Sachgebiet Ordnung, Sicherheit, Straßenverkehr im Gebäude des Bauhofes Schwarzenberg auf der Grünhainer Straße 32a. Die Sprechzeiten bleiben an den Ausweichsstandorten unverändert. Die Maßnahme soll bis Ende Mai 2019 abgeschlossen sein. Die Stadt Aue wird in den nächsten Monaten eine grundlegende Aktualisierung ihres Leitbildes vornehmen. Das Leitbild aus dem Jahr 2001 liegt über 15 Jahre zurück. Ein großer Teil der dort aufgezeigten Maßnahmen wurde laut Stadtverwaltung bereits erfüllt. Ein Stadtleitbild soll die Strategie und daraus abgeleitete Entwicklungsziele einer Stadt für die nächsten 15 bis 20 Jahre beschreiben und abbilden. Das neue Leitbild Aue 2030 dient der Konsensfindung verschiedener Interessen und Interessengruppen einer Stadt. In Diskussionsrunden, Werkstattgesprächen und anderen Abstimmungsrunden sollen neue Ziele, Projekte und Aufgaben daraus erarbeitet werden. Erste Erkenntnisse dazu sowie die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung sollen in einer Auftaktveranstaltung am 17. Mai vermittelt werden. Diese beginnt um 18.30 Uhr im kleinen Saal des Kulturhauses Aue. Der Pferdegöbel in Johann-Georgen-Stadt ist eines der Objekte, das sich hervorragend als touristisches Ausflugsziel eignet. Genau dort wurden am Dienstagnachmittag neue Werbemittel von Johann-Georgen-Stadt und den tschechischen Nachbarort Buducky vorgestellt. Dazu gehört zum einen die Broschüre Urlaub im Erzgebirge, Johann-Georgen-Stadt, Buducky und Umgebung, die in deutscher und tschechischer Sprache Tipps und Infos zur Region bereithält. Zum anderen sind ein Clip und ein Film rund um Johann-Georgen-Stadt entstanden. Daraus wird ErzTV demnächst Bilder zeigen. Möglich wurde die neue touristische Imagewerbung durch eine 85-prozentige Förderung der Euregio E-Grenzes. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 13.800 Euro. Der Unternehmer Walter Mennekes wird Ehrenbürger der Gemeinde Seematal. Mennekes Engagement am Standort Neudorf begann 1991. Seit 1995 gehört Mennekes Elektrotechnik Sachsen, ehemals Technoplast, vollständig zur Mennekes-Gruppe. In Seematal-Neudorf wurde unter anderem der europäische Standard für die Ladestecker für Elektroautos entwickelt. Bisherige Ehrenbürger von Seematal sind Viola Bauer, Axel Bayreuther und Wilmar Schmiedl. Der kommunale Energieversorger 1 will in Chemnitz seine Mitarbeiter in einem Gebäude konzentrieren. Voraussichtlich ab dem Jahr 2021 werden diese in das neue Gebäude neben dem Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz einziehen. Herbert Marquardt, kaufmännischer Geschäftsführer, erklärt: Kurze Wege erleichtern vieles im operativen Geschäft. Zudem wirkt es sich positiv auf die Unternehmenskultur aus, wenn die Mitarbeiter an einem Standort arbeiten und manche Dinge sofort persönlich besprechen können. Diese und andere Synergieeffekte wollen wir mit dem neuen 1-Haus im Chemnitzer Stadtzentrum nutzen. Der Umsatz von 1 ist im vergangenen Jahr erstmalig auf mehr als 1 Milliarde Euro gestiegen. Schon seit über 80 Jahren wird in Schönheide Eishockey gespielt. Seit letzter Saison spielt nun auch der gebürtige Werdauer Franz Berger im dortigen neu gegründeten Verein Schönheider Wölfe. Der erst 18-Jährige kam aus der DNL 2, in der er für Chemnitz spielte. Er integrierte sich schnell in das Team und machte zügig Fortschritte. Er ist jung und macht hier und da noch kleine Fehler, so Trainer Sven Schröder. Doch überzeugt vom spielerischen Talent des jungen Sachsen, setzt er auch nach der letzten Saison, in der Berger in den Playoff-Spielen schon reichlich Erfahrung sammeln konnte, weiterhin auf den Abwehrspieler. In Scheibenberg fand zum verlängerten Himmelfahrtswochenende wieder das Holzbildhauersymposium auf dem Sommerlager an den Orgelpfeifen statt. Das Thema in diesem Jahr lautete Höhen und Tiefen. 30 Holzbildhauer aus Tschechien und dem gesamten Bundesgebiet waren zur 10. Auflage des Symposiums nach Scheibenberg gekommen.
Mit ihren Kettensägen zauberten sie beeindruckende Skulpturen, Sitzgelegenheiten und Märchenhaftes. So unterschiedlich die gesägten Skulpturen aus Holz auch daherkamen, so vielseitig erschien auch das Publikum. Die Gäste bestaunten vor der steinernen Kulisse der Orgelpfeifen den Einfallsreichtum, die Fertigkeiten und das Talent der teilnehmenden Holzkünstler. Etwas Abwechslung im Programm der Sägekünstler brachte der runde 40. Geburtstag von Yvonne Matula aus dem schönen Seifersdorf bei Radeberg. Zum Gratulieren versammelten sich die Teilnehmer des Holzbildhauersymposiums vor dem großen Festzelt, wo Frank Salzer aus Zwönitz ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm darbot. Organisiert wird dieses Kettensägen-Event in Scheibenberg traditionell vom Holzbildhauer- und Künstlerverein Arzgebirg. Und das sind die Nachrichten am Donnerstag. Im Jahr 2017 wurden im Erzgebirgskreis durch die Polizeidirektion Chemnitz 8.022 Verkehrsunfälle erfasst. Das sind 252 mehr als 2016 und steht dem landesweiten Trend entgegen. 12 Menschen kamen 2017 im Landkreis bei Verkehrsunfällen ums Leben. 2016 waren es 20. Die Zahl der Verletzten blieb mit 1.027 Personen gegenüber dem Vorjahr etwa konstant. Bei 129 Unfällen stand mindestens einer der Beteiligten unter Einfluss von Alkohol. Die Polizei stellte 450 Fahrzeugführer, die alkoholisiert unterwegs waren, bevor es zu Unfällen kam, fest. An über 1500 Unfällen waren junge Fahrer zwischen 18 und 25 Jahren beteiligt, nicht immer als Unfallverursacher. An knapp 2000 Unfällen waren 2017 Fahrer der Generation 65+ beteiligt. Die Auswirkungen des Klimawandels sind in Sachsen längst spürbar. Sie treffen die verschiedenen Regionen des Freistaates in unterschiedlicher Form und Intensität. Das sagte Umweltminister Thomas Schmidt bei der Eröffnung der 11. Annaberger Klimatage. Umweltminister Schmidt versicherte, trotz der vielen Aktivitäten, die in Sachsen bereits bestehen, sehen wir einen enormen Handlungsbedarf. Das Thema Klimawandel muss im Fokus bleiben, insbesondere auch bei der Wissensvermittlung an Schüler. Mit ihrem Fokus Klimawandel und Mittelgebirge bieten die 11. Annaberger Klimatage an 2 Tagen mehr als 20 Fachvorträge zu den Auswirkungen des Klimawandels sowie den Anpassungsmöglichkeiten in den Mittelgebirgsregionen. Die Annaberger Klimatage sind die etablierte Regionalveranstaltung Ostdeutschlands zur Vermittlung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und von praxisnahem Wissen, würdigte der Umweltminister die Veranstaltung. Sie sei ein Beleg für das gewachsene und gut funktionierende Netzwerk aus Wissenschaft, Verwaltung und Staatsregierung im Freistaat Sachsen. Die Veranstaltung wird von der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt organisiert. Im Rahmen des grenzübergreifenden Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen, Tschechische Republik 2014 bis 2020 können weitere 5 Projekte umgesetzt werden. Davon profitiert auch das Erzgebirge. So beschäftigen sich der Verein Prager Antikomplex, 5 tschechische Städte im Grenzgebiet sowie Annaberg-Buchholz und Breitenbrunn mit dem Kulturtourismus.
In ihrem Projekt Das wiedererlebte Erzgebirge schaffen sie 7 Erlebnisorte, an denen teilweise vergessene kulturelle Traditionen der Region aus Bergbau, Handwerk und Volkskunst durch innovative Technologien visualisiert werden. Ausgewählte Bauwerke werden instand gesetzt und 5 Aktionstage zum wiedererlebten Erzgebirge durchgeführt. Das Vorhaben wird mit rund 456.000 Euro unterstützt. Einen nachhaltigen Land- und Kulturtourismus im Erzgebirge unterstützen die Städte Ostrow, Boschidar, Annaberg-Buchholz, Betschow und Teplu und die Gemeinde Breitenbrunn auch mit einem weiteren Projekt. Dabei werden 5 interaktive Infokioske an zentralen Anlaufstellen für den Land- und Kulturtourismus in der Region installiert. Interessierte Besucher können sich in 4 Sprachen grenzübergreifend über die touristischen und kulturellen Angebote in der gesamten Region informieren. Dieses Projekt wird mit rund 179.000 Euro gefördert. 6 im Heim, darf das sein? Diese Frage stellten sich die Teilnehmer des Azubi-Fachtages der Altenpflege, der anlässlich des Internationalen Tags der Pflege im gemeinnützigen Wohn- und Pflegezentrum in Annaberg-Buchholz stattfand. Der Workshop dient zum Austausch und Weiterbildung für angehende Altenpfleger aus der Region und behandelt stets wichtige Themen. So waren Gewalt und Drogen im Pflegeheim die Inhalte der letzten beiden Fachtage, zu denen jedes Jahr anerkannte Referenten nach Annaberg-Buchholz eingeladen werden, um ihr Wissen weiterzugeben. Dieses Jahr haben wir uns ein spezielles Thema ausgesucht, was natürlich auch, ja, was auch jedes Alter betrifft, nämlich Sexualität. Sexualität im Alter. Wenn Bewohner dieses Verlangen haben, wenn sich Bewohner und Bewohnerinnen wieder kennenlernen und dann vielleicht auch sich näher kommen, wie geht ein Mitarbeiter damit um, wie geht ein Auszubildender damit um, aber wie geht ein Auszubildender auch mit Grenzsituationen um, wenn der Mitarbeitende das zum Beispiel nicht will, wenn jemand zum Beispiel sich ja, Zärtlichkeiten austauschen will. Und deswegen sind wir einfach angelegen oder möchten wir einfach, dass die Referenten denen das beibringen, dass sie das denen näher bringen, wie geht man mit Situationen um. Die beiden Dozenten des Instituts für Sozialpädagogik, die Diplompädagogin Gudrun Jeschonek und der Sexualwissenschaftler Danilo Zimmermann, führten dazu neben ihren Vorträgen eine Gruppenarbeit und mehrere Diskussionsrunden durch. Das WPA war nun schon zum 3. Mal Gastgeber des Fachtages. Darauf ist Geschäftsführer Björn Buchholz sehr stolz, denn das untermauere die Kooperation seines Unternehmens mit den hier ansässigen Altenpflegeschulen. Das Leitbild des schon 50-jährigen WPAs, für ihr Wohl setzen wir uns ein, galt auch an diesem Tag. So wurden alle Teilnehmer des Azubi-Fachtags herzlich begrüßt und versorgt. Ein Blick nach Chemnitz. Am Donnerstag wurden dort die umfangreichen Bauarbeiten an der Zentralhaltestelle abgeschlossen. Danach werden in der Nacht zum Freitag die Ampelanlagen entsprechend zugeschaltet und die gesamte Zentralhaltestelle wieder für den Bus- und Bahnverkehr freigegeben. Auch die Bahnhofstraße, die seit dem 5. März über den gesamten 4. Bauabschnitt halbseitig gesperrt war, wird zum Freitagmorgen wieder vollständig für den Autoverkehr geöffnet. Der Umbau der Zentralhaltestelle dient der besseren Leistungsfähigkeit des zentralen Umsteigeknotens und der Optimierung des städtischen Nahverkehrs. Bei den Schwarzenberger Eisenbahntagen ging am verlängerten Himmelfahrtswochenende zur Freude des Vereins Sächsische Eisenbahnfreunde über 3.100 Festbesucher im Museum auf Entdeckungstour. Circa 50 Vereinsmitglieder, Familienangehörige und Freunde hatten sich den Zeitraum freigehalten, um Dienst zu übernehmen. Einige nahmen davor sogar Urlaubstage, um gemeinsam mit den Arbeitskräften das Museum für die inzwischen 26. Schwarzenberger Eisenbahntage herauszuputzen. Am Samstag nahmen viele Besucher die Einladung zur Dampfschnupperfahrt an. Sie genossen einen interessanten Ausflug nach Thalheim mit Besuch des dortigen Heimatex-Rentners Ruh. Wie immer verfolgten unzählige Augenpaare und Objektive die Fahrzeugparade im Museum. Die museumspädagogischen Angebote im August-Horch-Museum erfreuen sich großer Beliebtheit. Allein der Zwergenslalom für die Allerkleinsten wird inzwischen knapp 80 Mal pro Jahr durchgeführt, ganz abgesehen von den Kindergeburtstagsangeboten, Forscherkammeraktivitäten, Schulunterricht, Projekttagen, Museum im Koffer oder öffentlichen kindgerechten Führungen.
Zwei Museumspädagogen kümmern sich rührend und kreativ um die Nachwuchsmuseumsbesucher. Weil diese Angebote nur für Gruppen konzipiert sind, wurde jetzt ganz aktuell ein Kindermuseumsführer auf den Markt gebracht. Der bringt jedem einzelnen kleinen Besucher das Museum auf hochinteressante Weise nahe. Das Buch richtet sich an Kinder zwischen 9 und 14 Jahren. Der 42-seitige Kindermuseumsführer ist ab sofort im Museumsshop für einen Preis von 12,50 Euro erhältlich. Die Schönheider Wölfe müssen in der neuen Saison 2018-19 ohne Lukas Nowacek auskommen. Der Stürmer wird sich dem Nordoberligisten EHC Timmendorfer Strand anschließen. Die Wölfe hätten gerne mit dem 24-jährigen Angreifer verlängert, können aber aufgrund seiner gezeigten Leistungen mit 40 Toren und 58 Vorlagen in 28 Spielen in der vergangenen Spielzeit nachvollziehen, dass Lukas den nächsten Schritt gehen und sich in einer höheren Liga beweisen möchte. Wölfe-Coach Sven Schröder ist vom Abgang nicht überrascht. Lukas' Vorhaben war mir schon länger bekannt, weshalb ich schon seit einiger Zeit dabei bin, einen adäquaten Ersatz zu finden, bei welchem wir in den kommenden Tagen auch Vollzug vermelden können. Wir hatten bereits über den Männertag in der Dampfbrauerei Lößnitz berichtet. Bleibt noch etwas über das Gebäude nachzutragen, in dem neuerdings wieder eigenes Bier angeboten wird. Die ehemalige Dampfbrauerei Georg Schwarz wurde Anfang des 20. Jahrhunderts am Niedergraben mit einer Industriefassade im klassischen Jugendstil errichtet. Es beherbergte bis 1931 die Brauerei. Um das Stadtbild prägende, unter Denkmalschutz stehende Gebäude zu erhalten, wurde es in den Jahren 2010 bis 2012 einer umfangreichen Sanierung unterzogen. Jetzt sind hier auch die Ausstellungsräume des Lößnitzer Schnitzvereins mit seinem reichhaltigen Fundus an historischen Weihnachtsbergen und Schnitzereien zu finden. Das gesamte Haus ist durch einen Fahrstuhl und Treppenlift barrierefrei ausgebaut. Wir sind bei den Erzgebirgsnachrichten am Freitag. Die Sehenswürdigkeiten kleinerer Gemeinden und Städte sind für Besucher besonders dann attraktiv, wenn es viel zu sehen gibt und das Programm für einen Tagesausflug oder mehrtägigen Aufenthalt ohne längere Suche an einem Ort gestaltet werden kann. Vor diesem Hintergrund treffen sich in diesem Monat Vertreter des Fördervereins Schloss Schlettau, der Gemeinde Krottendorf sowie des Krottendorfer Räucherkerzenlandes. Ab Juni 2018 sollen touristische Angebote gebündelt und abgestimmt, übersichtlich und attraktiv präsentiert werden. Anlässlich des Bad Schlema-Festwochenendes vom 19. bis 21. Mai als Höhepunkt des Jubiläumsjahres 100 Jahre Kurbetrieb in Bad Schlema hat sich die Stadt ganz besondere Werbeartikel einfallen lassen. Ein Festbuch mit 220 Seiten rund um die Geschichte des hiesigen Kurbetriebs, ein Festbier, gebraut in der ortsansässigen Brauerei, und zwei limitierte Pflegegele mit Gold und Saphir in Zusammenarbeit mit der einheimischen Beautyfirma Beauty Spa. Doch weil das noch nicht genug ist, setzt der Kunsthandwerker Siegfried Werner mit seinen handgefertigten, gedrechselten Holzfiguren noch einen drauf. Der mit einer eigenen, weltweit bekannten Firma erfolgreiche Künstler ist stolz auf seine eigens für Bad Schlema entwickelten Werke des Bad Schlema Brunnenmädchens und Richard Friedrich, welche Gesichter Bad Schlema Geschichte sind. Die für 37 Euro nur in Bad Schlema erhältlichen Figuren sollen als Andenken nach einem Besuch immer an den Ort erinnern. Die Stadtverwaltung Stolberg hat zwei nach Pfingsten beginnende Baustellen gemeldet. Zum einen handelt es sich um den dritten Bauabschnitt der Rudolf-Breitheit-Straße im Bereich zwischen Hohenecker Straße und Schützenplatz, Schneeberger Straße. Zum anderen ist der zweite Bauabschnitt der Hartensteiner Straße Oberdorf dran. Hier wird zwischen dem Haus mit der Nummer 150a und der Einmündung am Bach gebaut. In beiden Fällen wird der Baubereich voll gesperrt. An der Hartensteiner Straße soll bis Ende September, an der Rudolf-Breitscheid-Straße bis Ende November gebaut werden. In Annaberg-Buchholz ist am Samstag im Stadtteil Buchholz die Karlsbader Straße zwischen den Abzweigen an der Mühle und Bodelschwingstraße wieder ohne Einschränkung durch Fahrzeuge nutzbar. Auch die Busse der Stadtverkehrslinie A fahren dann wieder durch die Buchholzer Innenstadt.
Nach einem Wasserrohrbruch und dem Auffinden weiterer Schadstellen machten sich in den letzten Wochen umfangreiche Arbeiten am Trinkwassernetz notwendig. Diese wurden im Auftrag der Erzgebirgischen Trinkwasser GmbH behoben. Ursprünglich hatte die Stadt Annaberg-Buchholz die Straße nur halbseitig sperren lassen. Durch die zuständige Berufsgenossenschaft wurde aber aus Gründen der Arbeitssicherheit eine Vollsperrung angeordnet. Ein Expressbus soll ab Beginn des neuen Schuljahres die Linie Chemnitz-Aue-Schwarzenberg-Schneeberg bedienen. Darüber wurde auf der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Kreistages gesprochen. Jetzt kommt es darauf an, die erforderlichen 4 Fahrzeuge zu beschaffen. In Schwarzenberg werden an der B101 vor der Grundschule Neuwelt in beiden Fahrtrichtungen die Buswartehäuschen erneuert. Nachdem die alten Häuschen abgebrochen sowie neue Border und Flächenbefestigungen hergestellt wurden, erfolgte in dieser Woche die Montage des neuen Buswartehäuschen. Zusätzlich wird der Schwibbogen bei der Schule saniert. In der Geschäftsstelle Aue der Johanniter Unfallhilfe öffnete am Freitag ein Pilgerbüro inklusive Stempelstelle für alle Pilger entlang des Jakobsweges seine Türen. Der Jakobsweg Silberberg ist das erzgebirgische Teilstück des sächsischen Jakobsweges an der Frankenstraße. Mit der Fliesen-Unger GmbH hat sich in Antonsthal an zentraler Stelle ein weiteres Unternehmen angesiedelt. Am Donnerstag hatte die Firma zu einem Tag der offenen Tür eingeladen und angeboten, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte Landrat Frank Vogel dem seit 1989 bestehenden Unternehmen einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 100.000 Euro erteilt. Das Geld war für die Außenanlagen einschließlich Parkflächen mit gesondert ausgewiesenem Behindertenparkplatz bestimmt. Durch dieses Vorhaben konnte das Unternehmen die Gewerbe- und Betriebsfläche den Erfordernissen anpassen und die Arbeitsplätze sichern. Nachdem Jugendliche vor nunmehr anderthalb Jahren in Annaberg-Buchholz den ehemaligen Waldspielplatz am Pöhlberg beräumten, wird es um den dort geplanten Bikepark konkret. Fragen des Natur- und Bodenschutzes sind inzwischen geklärt, die Baugenehmigung liegt vor. Aus dem Förderprogramm Hoch vom Sofa, das junge Leute ermuntern will, sich in ihrer Kommune mit guten Ideen einzumischen, gab es noch einen Scheck über 1.000 Euro für dieses Vorhaben. Partner sind hier die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände Sachsen sowie das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz. Wenn der Landessportbund Sachsen in der kommenden Woche in Leipzig die Sieger im Sportabzeichenwettbewerb auszeichnet, werden auch Vertreter der Grundschule Tschortau und der Oberschule Bergstadt-Schneeberg dabei sein. 24.689 Sachsen schafften 2017 die Bedingungen für das deutsche Sportabzeichen, davon 20.418 Kinder und Jugendliche und 4.271 Erwachsene. Ein sehr gutes Ergebnis mit viel Potenzial für die Zukunft. Am 22. Mai 2018 jährt sich der Todestag von Karl Friedrich Klaus zum 20. Mal. In Annaberg-Buchholz, der Heimatstadt des bedeutenden avantgardistischen Künstlers, öffnet dann im Studienraum Karl Friedrich Klaus die Jahresausstellung 2018-19. Klaus, 1930 in Annaberg geboren, war ein namhafter Künstler auf den Gebieten der Schriftgrafik, der visuellen und der Lautpoesie. Ihm zu Ehren pflegt der Förderverein Karl Friedrich Klaus Lebens- und Arbeitsort in Annaberg-Buchholz am früheren Wohn- und Arbeitsort von Klaus dessen einzigartiges Andenken. Die neue Jahresausstellung steht unter dem Titel Karl Friedrich Klaus – Freundschaften von Künstlern und Weggefährten. Sie gibt Einblick in ein vielfältiges Netzwerk. Ereignisse vom Männertag 2018 begleiten uns schon die ganze Woche durch die Kompaktsendung.
sehen Sie jetzt Impressionen aus dem Scheibenberger Ortsteil Oberscheibe, wo bei der Brauerei Fiedler zünftig gefeiert wurde. Soweit unser Rückblick auf die vergangenen Tage. Jetzt drücken wir die Daumen für die Veilchen. Auch das wird uns in der kommenden Woche beschäftigen. Frische Nachrichten wieder ab Dienstag, 20 Uhr hier bei RTV und unser Magazin immer zur vollen ungeraden Stunde hier im Programm. Ihnen jetzt auch ein schönes Pfingstfest. Glück auf!